Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch präsentieren. Dieses Mal das erste hier aus Dragonflight. Es ist mittlerweile wieder ein Monat rum und ja, wir haben jetzt auch fast einen Monat Dragonflight. Wir hatten es ja relativ kurz bevor die Expansion rauskam nochmal so einen Abschlusscheck gehabt mit dem Gold. Da waren zwar die Daten so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle fragwürdig, weil ich ja sehr viele Add-ons ausmachen musste, sehr viel Zeug hat rumgebackt und dementsprechend müssen wir jetzt manche Sachen mit Vorsicht genießen, aber ich wollte jetzt wieder ein Gold-Update. Collection-Update habe ich am frühen Abend aufgenommen. Jetzt haben wir schon relativ spät, aber ich dachte mir, komm, das hauen wir jetzt heute noch durch. Nicht, dass mir einmal die Sachen auslaufen, denn die sind ja immer nur 30 Tage im Postkasten drin und da müssten wir jetzt relativ dran kratzen und ja, das ein oder andere Gold will ich da noch rausziehen und nicht im wirbelnden Nether verlieren. Dazu werden wir jetzt ein paar Postkästen ausleeren und bevor wir das aber machen, würde ich sagen, schauen wir den Stand an, wo wir aktuell sind. Das letzte Mal, hier in meiner kleinen Tabelle, seht ihr, waren wir stehen geblieben auf dem Main-Account bei 20,4 Millionen Gold und auf dem Second-Account bei 30 Millionen. Sprich 50 Millionen, 51 Millionen hatten wir noch. Wir sind ja weit runter gedroppt. Wir waren ja bei irgendwie 200 Millionen. Dann habe ich mir ja das ein oder andere teure gekauft. Hier seht ihr so ein bisschen die Konsumausgaben, wie ich es ganz gerne nenne. Das sind Sachen, die jetzt nichts mit dem Goldmaking zu tun haben, sondern Ausgaben, die ich halt habe, wo ich Gold raushaue für einen Mount, für ein Pet, ein Toy oder andere Sachen, die einfach für die Collection für mich sinnig sind. Das ist ja so ein bisschen mein Hauptcontent, den ich mache. Und ja, diesmal habe ich auch einiges ausgegeben. Ich habe es aber nicht so wirklich mitgetrackt, weil es viele kleine Sachen waren. Jetzt am Anfang der Expansion muss sein Gear craften, die Berufe hochskillen und lauter so ein Zeug. Deswegen kann ich es jetzt gar nicht genau beziffern. Wir schauen uns jetzt aber erstmal grob an, was wir quasi miese gemacht haben. Und zwar von den 50, irgendwas sind wir jetzt runter auf hier 16,8 und auf dem Second Account sind wir runter auf 30,8. Heißt, zusammengerechnet sind wir irgendwo bei 47, irgendwas, was jetzt ehrlich gesagt nicht so viel weniger ist. Ne? Dann sind wir halt 4 Millionen runter, vielleicht mal nicht mal ganz 4 Millionen. Und ja, mal gucken, was wir da reingeholt haben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so krass viel Gold erwirtschaftet mit allen möglichen Sachen. Wir können jetzt mal reinschauen, was ich mit dem Main hier im Postkasten habe. Ich habe relativ viele Mails, 1912. Das scheint jetzt viel zu sein, aber ihr müsst sehen, man kriegt hier ständig Ressourcen, ständig irgendeinen Stuff und ich habe viel ins Aha reingehaut. Heißt, das sind viele Klecker, Kleinbeträge. Mal gucken, ob sich das Ganze ein wenig aufsummiert. Was habe ich jetzt goldmakingstechnisch hier am Anfang der Expansion gemacht? Ehrlich gesagt, nicht wirklich krass viel. Ich habe mit meinem Main meine Berufe hochgeskillt. Also ich habe hier einmal, seht ihr, Schmiedekunst ist auf Max, auch einiges geskillt hier tatsächlich. Und selbiges ist auch mit Lederverarbeitung. Das habe ich auch auf Max geskillt und kann auch einige von diesen epischen Sachen herstellen. Das Ding ist, das Gold, was ich hier teilweise gecraftet habe, ist nicht im Postkasten, weil mit den Arbeitsaufträgen kriegt man das halt eigentlich direkt zugerechnet und hat das nicht im Postkasten liegen. Ne? Dementsprechend fallen die Sachen raus. Ich habe damit nicht krass viel Gold gemacht, wenn man es jetzt im Verhältnis zu den teilweise 10 Millionen, 20, 30, 40 Millionen, was ich da teilweise, ich glaube auch mal 50 Millionen in einem Monat gemacht hatte in Shadowlands mit diesen Legendary Piece-Teilen. Also da kommen wir nicht ran, da waren es mal hier 10.000, mal da 20.000, was ich gekriegt habe mit dem Craften oder da mal 5k. Das sind jetzt keine Riesenbeträge, aber ein bisschen was habe ich da rausgezogen. Ich vermute aber, ich habe mehr Gold zum Skillen aktuell reingesteckt, als ich bis jetzt rausgezogen habe. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich habe dann auch noch alle anderen Berufe geskillt, aber nur bis so 50, 60, 70 rum, wo man es noch gut günstig skillen kann auf einem anderen Server. Aber mit dem habe ich kein Goldmaking betrieben, das war nur ein bisschen skillen, um die ersten Rezepte zu kriegen für die Collection. Ne? Ich habe jetzt hauptsächlich auch Collector-Content gemacht am Anfang der Expansion und weniger Goldmaking. Aber ein bisschen was habe ich auch an Gold gemacht und da wird auch ein bisschen was drin sein hier. Und zwar habe ich mir relativ zeitnah die Rezepte geholt. Ich kann es jetzt mal hier zeigen. Es gibt PvP-Rezepte. Die sind nur 3,43er Item-Level, aber die skalieren halt hoch im PvP auf 3,98. Und für den Einstieg in PvP sind die ganz praktisch. Die brauchen jetzt nicht krass viele Mats. Ne? Die kann man sich vielleicht herstellen mit
ein Teil kostet 1000, 2000 Gold und die gehen dann teilweise für 3.000, 4.000 Gold weg und dann macht man ein bisschen Gewinn. Das sind keine riesen Gewinnspannen, aber die sind ganz nett und die werden tatsächlich auch verkauft. Ja? Und das habe ich sowohl mit Kette als auch Leder gemacht und das gleiche dann nochmal hier mit dem Schmied kann man die Sachen auch mit der Platte herstellen. Das sind alles Rezepte, die man sich kaufen muss, wenn dann im Auktionshaus oder man kriegt die über PvP-Aktivitäten, über Arena, RBG oder im Open-World-PvP kann man die auch bekommen über die Airdrops zum Beispiel. Also das sind so die Möglichkeiten und da ist ein bisschen Gold drin. Bevor wir jetzt das beim Main alles rausholen, werden wir erstmal bei den Twinks anfangen und zwar habe ich hier so meinen Crab-Verkaufschar. Das ist der Druid of Antonidas, mit dem habe ich nur 63 Verkäufe und hier habe ich ein bisschen Materialien, wie ihr seht. Also das sind Materialien vom Bergbau und vom Kräuterkunde und auch ein paar Temok-Sachen hier zwischendrin. Ich habe nämlich einen Char mit Bergbau-Kräuterkunde gelevelt, einfach um die Berufe einmal auf Max zu haben und ein paar Sachen habe ich hier abverkauft. Ihr seht, da kommt jetzt nicht Millionen zusammen, aber 250.000 dafür, dass ich die Berufe einfach nur geskillt habe, um sie für die Collection zu haben, ist ganz nice. Dann seht ihr hier mal noch zwei T-Mox verkauft, eins für 30k, eins für 75k. Gut, komm, das Gold nehmen wir jetzt einmal schon mal mit. Es ist wie gesagt keine großen Summen, aber ist nice to have. Ne? Und ihr seht, das sind lauter Blumen, Erze, alles mögliche. Und was tatsächlich am meisten wert ist beim Kräuterkunde und Bergbau, was mich fast ein bisschen gewundert hat, sind nicht die Erze und Kräuter, sondern diese Elementarsachen. Und zwar, wenn ihr Kräuterkunde und Bergbau absolviert, gibt es halt viele Nodes, die dementsprechend so elementar-infused sind. Da ist dann, oder wenn man im War-Mode gibt es dann auch nochmal ein extra Element, wo dann Pflanzen quasi verstärkt werden mit. Und da summiert sich das so ein bisschen zusammen. Man kriegt einige von diesen Extra-Mats raus und die sind dann teilweise wesentlich mehr wert als die Pflanzen und die Erze. Und jetzt würde ich sagen, logge ich jetzt hier schon mal weiter. Ich habe noch Restbestände von quasi im ein oder anderen Crafted-Zeug aus Shadowlands. Da war ja meine Überlegung, wenn, dann haue ich die alle zum Teufel und zum Händler raus. Oder ich gehe halt her und versuche die noch abzuverkaufen. Ich habe noch einiges an den Mann gekriegt und das gucken wir uns jetzt gleich an. Bevor wir das machen, schauen wir jetzt aber hier auf den Main. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich den Chat irgendwie wieder rausziehen kann. Das Ding ist, ich spiele jetzt aktuell nicht mit so vielen Add-ons. Ich glaube, ich kann den da unten nicht wegbewegen. Das geht, glaube ich, nur im Bearbeitungsmodus. Das ist jetzt sehr schade, ehrlich gesagt. Ich hätte euch gerne den Chat wieder gezeigt. Da finde ich, sieht man es ein bisschen besser, was ich hier verkauft habe. Jetzt ziehen wir einfach das hier möglichst groß. Und ihr seht zwischendrin dieses drakonische Zeug oder Adamantiten, dieses Ganze, das sind alles diese PvP-Teile. Und ich, ja, also es ist jetzt nicht Riesenbeträge, wie gesagt, aber es summiert sich hier zusammen, ne? Und ich würde sagen, wir laden das jetzt mal ins Inventar aus. Ich bin jetzt bei einer knappen Million noch. Und dann gucken wir mal, was hier bei diesen 1000 irgendwas Mails rauskommt. Man kann ein bisschen zwischendrin kommentieren, was das ist. Ihr seht, da sind auch viele kleine Tränke dabei und irgendwelche Materialien, die ich kriege. Ich öffne ja sehr viele Kisten, beziehungsweise töte auch Mobs und alles mögliche. Und du kriegst halt überall Materialien nachgeschmissen. Vor allem auch Fische. Ne? Ich habe mittlerweile bei den Tuska, beziehungsweise ich habe alle Fraktionen auf Max. Das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Gehen wir hier rüber. Und da gibt es dann auch das ein oder andere Rezept bei den Fraktionen. Das ist vielleicht auch interessant aus einer Goldperspektive. Aber auch hier ist es wieder so, dass du da das Gold nicht hier im Postkasten hast, sondern das verdienst du halt direkt, ne, wenn über Arbeitsaufträge, wenn du da irgendwelche Rezepte hast. Genau. Und das hier, seht ihr, das sind Stoffe, das sind irgendwelche Elemente, die ich bekomme. Also ich hau einfach eigentlich alles direkt ins Auktionshaus, Hauptsache weg damit, dass das Inventar ein bisschen frei ist und es summiert sich. Und zwischendrin sind halt dann diese Craft-Items noch so ein bisschen. Und vor allem, jetzt werden wir, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, am Ende auch sehen, wie am Anfang der Expansions die Mats teilweise ein gutes Stück mehr wert waren. Und da konnte man doch das ein oder andere noch mehr an Gold verdienen. Aber ja. Zu den riesen Crafting-Sägen wie mit den Legendary-Gegenständen oder auch mit den, diesen damals 200er Item-Level und dann 233 und so weiter, den hast du jetzt hier nicht, weil diese Grund-Items, sowohl bei Schmiedekunst als auch bei Lederer, die PvE-Items quasi, die man herstellen kann, sind absolut nichts wert. Also das Zeug kannst du komplett vergessen. Das ist ja, glaube ich, 346er Item-Level und das ist komplett RIP. Ihr seht hier dieses Crafted Gear, teilweise gehen die auch für mehr weg, mal 8.000, 9.000, da habe ich natürlich eine bessere Gewinnspanne. Aber diese Grund-PvE-Items, die sind halt überhaupt nichts wert.
weil halt alle damit skillen und die Mattkosten höher sind als dementsprechend die Kosten oder der Preis, den du erwirtschaften kannst mit dem Endprodukt. Ne? Das Einzige, was dann halt sich rentiert, sind die Sachen, wenn du das mit verschiedenen Essenzen verstärkst. Da droppt ja im Mythic-Modus zum Beispiel eine Essenz, wo du es nochmal ein bisschen erhöhen kannst, das Ganze. Und dann sind die natürlich begehrt, die Sachen, aber dann brauchen dann immer die Leute selber diese Essenzen und da scheitert es meistens schon dran. Und wenn sie es haben, dann läuft es halt auch wieder über den Handelsposten. Also das hier mit diesen Postkasten-Openings ist jetzt halt ein bisschen schwieriger in der Expansion als in den letzten, ne? Weil das System halt alles ein bisschen anders ist. Genau. Und jetzt können wir hier nochmal gucken. Ihr seht hier einen ganzen Schwung, immer wenn ich neu hergestellt habe. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen am Slacken zwischendrin gewesen. Ich habe jetzt nicht jeden Tag die Sachen hergestellt und repostet, da war ich zu faul. Ich habe immer mal wieder, wenn ich gemerkt habe, okay, es sind weniger drin, die Dinger wieder neu hergestellt, ins Auktionshaus gehauen und ja, das wird sich, hoffe ich, mit der Zeit so ein bisschen zusammensummieren. Ob das jetzt natürlich über die Expansion hält, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist jetzt nur am Anfang interessant, dieses Grundgear. Wenn die Leute dann PvP spielen und die höheren Sachen kriegen, dann braucht man das nicht mehr. Aber für den einen oder anderen Twink, der in PvP einsteigen will, ist es eine nette Sache. Ihr seht, das ist schon hier diese ganzen Sachen mit Drakonisch. Das sind alles diese Crafting-Items. Es ist sogar tatsächlich mehr, als ich dachte. Ich habe auch versucht, so ein bisschen zu gucken, kann ich mit Lederer und Schmied noch anderweitig was verdienen. Man kann ja theoretisch auch bestimmtes Leder herstellen, beziehungsweise mit dem Schmied bestimmte Erze in verschiedene Barren umwandeln. Das Ding ist, mit diesen Qualitäten ist es alles ein bisschen schwierig, denn du musst dich immer auf die Sachen spezialisieren, dass du die beste Qualität kriegst. Und ich habe mich jetzt hier beim Lederer halt auf Leder spezialisiert. Ne? Man kann sich auch auf Kette spezialisieren oder auf so seltene Ledergeschichten. Mit diesen seltenen Ledergeschichten kann man gut Sachen umwandeln. Und bei Schmied habe ich mich halt auf Waffen und ich ein bisschen auf Gear. Das war so ein Fehler. Man sollte, glaube ich, eher auf 1 gehen. Und ja, da ist immer so eine Sache. Und dann müsste man theoretisch extra skillen, dass man Sachen besser umwandeln kann. Weiß nicht, ob das vielleicht am Anfang die bessere Alternative gewesen wäre. Dann könnte man nämlich Gold übers Auktionshaus machen. Und so wie es jetzt läuft, wenn ich jetzt Items herstelle, dann muss ich eigentlich schon fast im Handelschannel präsent sein. Ich habe zwar meine Makros, ne, die poste ich auch. Aber ich will halt auch im Spiel ein bisschen was anderes machen. Aktuell sehr am Achievement Hunten, Mounts Farm, Pets, Toys, ne? Man kennt so die Collectibles. Und da ist es dann halt schon immer so eine Geschichte, wenn du da wirklich das ausreizen willst, dann müsstest du eigentlich eine längere Zeit schon im Handelschannel stehen, immer wieder deinen Post raushauen, Leute suchen, die was quasi gecraftet haben wollen, dass du damit Gold verdienst. Bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan von. Ich habe es ein bisschen so gemacht, ich habe ja auch einen zweiten Account und ich habe gesehen, vielleicht ist das auch noch ein Tipp, den ein oder andere interessant findet, man kann, wenn man jetzt auf einem Server wie ich ist, auf Blackmore, ist ja so, sind relativ viele Allianzspieler, aber auch relativ viele Hordenspieler. Und du kannst auch für die andere Fraktion Sachen herstellen. Also ich konnte mir tatsächlich dementsprechend Arbeitsaufträge oder für Leute suchen, die was gecraftet haben wollten auf der Hordenseite und es dann auf der Allianzseite bauen. Musst du halt einfach den Namen sagen. Hier Taylor mit dem anderen Accent drauf. Mit Accents ist es auch immer ein bisschen schwierig. Sonderzeichen im Allgemeinen mit Arbeitsaufträgen, da, bis dann Leute das hinkriegen, das Richtige zu posten, ist dann auch nicht so einfach. Also besser hat man keine drauf. Aber so war es auch möglich, dass ich teilweise irgendwo unterwegs war. Dann habe ich meinen zweiten Account auf der Hornseite hingestellt, da ein bisschen im Handelschannel gepostet. Aber ist natürlich auch keine optimale Lösung, dass man dann mehrere Accounts braucht, um das sinnig bewirtschaften zu können. Ne? Da war das früher mit dem Auktionshaus praktischer. Da hast du alle paar Stunden mal was eingestellt und dann hast du einfach das Gold aus dem Briefkasten geholt, musst das nicht mit Leuten irgendwie diskutieren und oder denen das erklären. Weil das ist auch noch die Sache. Ich persönlich finde das Crafting-System jetzt nicht überkomplex, aber für Leute, die nur schnell ein Item haben wollen, denen das beizubringen, welche Items sie selber haben müssen, wie das funktioniert mit dem Einstellen, dann habe ich auch schon erlebt, scheint es einige Bugs zu geben, auch mit den Handwerksaufträgen oder jetzt letztens war es eine Weile auch das Auftragssystem anscheinend komplett down, hat Blizzard das deaktiviert, weil da irgendwas ausgenutzt wurde von Spielern und ja, das ist alles halt ein bisschen umständlich, finde ich es tatsächlich. So 100% bin ich noch nicht mit warm geworden und ich glaube auch mein Main Goldmaking wird tatsächlich eher nicht drüber laufen. Ich versuche das ein oder andere mitzunehmen, ne? Aber wir werden sehen. So, jetzt sind wir mit den
Auktionen schon ein bisschen runter. Es sind noch 400 drin. Wir haben erst 4 Millionen Gold, also noch nicht so viel rausgezogen. Ich hoffe, dass wir zumindest die Skillkosten so ein bisschen reinholen. Aber ihr seht hier am Anfang, da habe ich zum Beispiel diese Male gerade verkauft. 47 Stück für über 40.000. Das sind diese Rufdinger, die man an der Zitadelle abgeben konnte. Und am Anfang hätte ich die vielleicht sogar selber noch gebraucht, aber ich denke mal, für den Preis ist das auf jeden Fall okay. Bin ich froh, dass ich verkauft habe. Hier sogar noch mehr, ne? Da gab es noch diesen Multifarm. Das kann ich vielleicht auch nochmal kurz auf der Map zeigen. Da konnte man hier in der Küste des Erwachens quasi an der Obsidian-Festung ewig viele Mobs zusammenpolen. Die sind extrem schnell immer wieder nachgespawnt und da war das eigentlich eine relativ nice Sache. Da habe ich auch am Anfang ein bisschen diese Keys gefarmt und nebenbei hat man diese Ruftokens ständig rausgekriegt. Und das Schöne an der Geschichte ist, da gab es diese Ruftokens, konnte man auch im Haar verkaufen und kann die immer noch im Haar verkaufen. Und da hatte ich richtig viele. Und da ich eigentlich im TSM noch nichts eingestellt habe, habe ich die einfach alle ins Haar geklopft, ohne zu checken, dass ich die selber hätte brauchen können. Rückwirkend bin ich ganz froh, da ich durch die Daily oder die Weekly Quests da eh relativ schnell den Ruf auf Max bekommen habe. Aber ja, noch ein bisschen Gold mitgenommen, kann man schon brauchen. So, jetzt schauen wir mal, auf wie viel sind wir? 4,5, naja, gut. Ich hätte ehrlich gedacht, dass noch ein bisschen mehr bei rumkommt, aber gut, so ist es halt jetzt. Restlich ein paar Sachen raus. Ich habe auch ein bisschen geguckt, ob ich mit Kochkunst Gold machen kann, aber da die Sachen halt mittlerweile alle EU-weit sind und das echt so ein bisschen Kleckerbeträge an sich sind, ja, weiß ich nicht. Rentiert sich das nicht so wirklich. Auch mal so ein bisschen geguckt, ob ich flippen soll, aber da halte ich mich lieber auch fern. Was ist das hier? Da habe ich einen Haufen von den Seeranken bekommen. Seeranke, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Angelausrüstung. Ich glaube, das brauche ich nicht. Das war jetzt hier anscheinend ewig drin. Ihr seht, das letzte Item wurde hier verkauft. 2 Tage wäre es noch drin, dann läuft es aus. Es wird jetzt auf jeden Fall Zeit, dass wir das Zeug rausholen. Mein Addon sagt mir jetzt, wir haben da 3,8 Millionen rausgeholt. Ist jetzt nicht riesig, aber dafür, dass ich eigentlich darüber nicht so viel gemacht habe, ist schon ganz okay. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Hunter noch drin haben. Und zwar auf Anto habe ich ja mit dem die Legendary Base Pieces verkauft, beziehungsweise auch dieses normale Shadowlands Gear. Ich habe mit dem nichts Neues hergestellt, das sind alles noch die Restverkäufe. Und ich wollte eigentlich schon den ganzen Klump einfach beim Händler reindumpen, weil ich mir schon dachte, okay, wer kauft denn jetzt noch irgendein altes Shadowlands-Gear, während die neue Expansion live ist. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Es sind keine Riesenbeträge, aber mehr als beim Händler habe ich hier alle mal bekommen. Jetzt sind es hier 152 Verkäufe noch. Haben oder nicht haben, ne? Sind 150.000 jetzt auf der ersten Seite, vielleicht dann nochmal 50 auf der zweiten. Lass es 200.000 sein, ne? Ich habe das jetzt nicht irgendwie repostet oder irgendwas. Das habe ich alle 3, 4, 5 Tage, wenn ich mal dran gedacht habe, habe ich es nochmal reingestellt. Da ist auch, glaube ich, noch ein Haufen Gelümse über. Also da ist noch nicht alles weg. Aber das werde ich jetzt so nach und nach, denke ich mal, abverkaufen. Und mal schauen, wenn dann irgendwas gar nicht weggehen will, dann hauen wir es vielleicht auch zum Teufel. Wir können jetzt auch mal spaßeshalber hier noch reinschauen. Also es sind noch 185 Teile drin. Ihr seht, das sind halt noch relativ viele so Legendary-Dinger, aber auch so normale Gear-Sachen. Und eventuell kauft das noch jemand zum Leveln oder für T-Mog oder warum auch immer. Also tatsächlich sind auch noch einige Legendary-Teile weggegangen und ich frage mich, wer die kauft, weil im Endeffekt haben die halt gar keinen Nutzen. Also wirklich, wirklich überhaupt gar keinen. Denn du kannst die Legendary-Sachen vom Item-Level eigentlich vergessen. Du kannst dir ja schon höhere Sachen herstellen fürs Leveln tatsächlich. Also deswegen kauft sie, denke ich mal, keiner. Dann wäre noch ein Punkt T-Mog, ne? Ist ja immer so eine Geschichte, dass Leute Sachen kaufen. Aber soweit ich weiß, zumindest war es jetzt während Shadowlands der Fall, dass du kein T-Mog aus einem Legendary-Teil ziehst. Also da kriegst du leider nichts. Die sehen nämlich genauso aus wie, ich meine, das Set aus dem zweiten Raid, also aus dem Sylvanas Raid, meine ich. Und ja, da hast du leider die Sachen nicht bekommen. Deswegen frage ich mich, warum nimmst du es überhaupt? Du hast klar, die Powers hast du drauf, aber die gelten halt nur in Shadowlands. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine große Masse an Leuten noch in Shadowlands unterwegs ist. Aber gut, irgendwer kauft es immer, das ist das Schöne. Auch wenn wir es dann für 1000 oder 2000 Gold raushauen, ist immer nur besser als beim Händler quasi weghauen. Und selbiges habe ich dann auch nochmal hier mit dem Char gemacht. Und ihr seht, da haben wir tatsächlich auch nochmal einiges von dem Stuff verkauft. Komischerweise sogar 220 Sachen haben wir hier noch verkauft. Also crazy. Ich habe hier auch noch einen Haufen Gelümse im Inventar liegen.
und lasst es auch nochmal 200, vielleicht 300.000 sein, ne, nehme ich natürlich auf jeden Fall mit. Da werden wir wahrscheinlich ähnliche Beträge noch einmal im Postkasten liegen haben. Dass ich natürlich jetzt hier nichts mehr für 20, 30k verkaufe und dass ich die damals in Anführungszeichen wahrscheinlich für mehr Gold hergestellt habe, brauchen wir nicht drüber reden, aber das sind einfach die Restbestände, ne, die da jetzt noch rumliegen und einfach weg mit dem Zeug. Also ihr seht schon, einen riesen Goldhaufen habe ich jetzt am Anfang der Expansion nicht gemacht. Da gibt es bestimmt andere, die genau auf die richtige Skillung gegangen sind und die ersten Tage nur im Auktionshaus, beziehungsweise nicht im Auktionshaus, sondern im Handelsstellen unterwegs waren und da riesen Summen gemacht haben. Aber zumindest ein bisschen was habe ich mitgenommen. Und ja, da mein Fokus ja jetzt aktuell wesentlich mehr aufs Collecten aus ist als aufs Goldmaking, ist das, denke ich mal, schon ganz in Ordnung. So, jetzt können wir ein Endresümee ziehen. Ich habe alles Gold rausgenommen. Jetzt tragen wir es schon mal ein. Jetzt haben wir auf dem Zweitaccount 31.796.000 und auf dem Main-Account, was ist denn das eigentlich? Das sind meine Aufträge, die kann ich eigentlich löschen. Machen wir mal das. Machen wir es mal hier clean. Ich habe irgendwas auch wieder hergestellt. Ich glaube, ich habe irgendein Item versehentlich verkauft, das ich mir wieder hergestellt habe und das kann ich nicht löschen. Wie bringe ich denn das jetzt hier los, das Ding? Aber das ist 7 Tage noch drin, das läuft jetzt eh gleich aus. Okay, das soll, es soll mir egal sein. Was haben wir hier? 20.663. Wir haben sogar Plus gemacht, das wundert mich. Also, ich habe auf dem Main-Account 20,6 Millionen, das ist ein geringes Plus. Auf dem Second-Account 31,7, das ist etwa 1 Million Plus. Und dementsprechend sind wir jetzt bei 52 Millionen und haben Plus gemacht 1,2 Millionen. Das Ding ist, ich habe eigentlich eher mit Minus gerechnet, weil ich halt sehr viel in Berufe reingesteckt habe. Und auch für Verzauberungen und Items eigentlich einiges ausgegeben. Allein hier für das Item 50k gezahlt, um das zu lernen. Ich habe auch einiges im AH gekauft an Collectible-Sachen. Immer mal wieder, wenn die Sachen günstig waren, T-Mog-Pads, Toys und so Sachen rausgekauft. Und vor allem halt auch das mit dem Skill, mit den Mats war halt eine sauteure Angelegenheit. Ne? Der ein oder andere weiß das vielleicht, der Berufe hochgeskillt hat, vor allem in den ersten Tagen, war das auf jeden Fall nicht günstig. Ja. Freut mich, dass wir zumindest ein bisschen Plus sind. Ich muss mir jetzt noch so eine kleine Strategie überlegen, wie ich jetzt die nächsten Wochen und Monate so in Gold komme. Ich versuche es jetzt ein bisschen weiter mit Sachen craften. Das bringt immer mal wieder ein bisschen was ein. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Gold-Opening und Gold-Tagebuch an der Stelle. Ich denke mal, das nächste machen wir etwa in einem Monat. Vielleicht habe ich bis dahin schon weitere Zweige quasi aufgetan, wie wir so ein bisschen an Gold rankommen. Das entwickelt sich ja auch über die Expansion so ein bisschen. An den anderen Berufen bin ich zum Teil auch dran. Und ja, dann sehen wir uns dort vielleicht wieder. Hat mich gefreut, dass ihr jetzt da dabei wart. Oh, halt, stopp! Ich habe vollkommen vergessen, ich habe noch einen anderen Char, den ich aufmachen muss. Ich habe noch auf Lothar einen Char, aber der dürfte nicht so viel haben. Jetzt wollte ich hier gerade schon einen Cut setzen und habe meinen Hexenmeister komplett vergessen. Aha, also da werden wir jetzt nicht viel rausziehen, ne? Wo haben wir den hier? Mit dem habe ich auch Berufe gelevelt, ein bisschen oder geskillt, aber wie gesagt, nicht viel mit dem jetzt irgendwie verkauft. Der hat Schneider und VZ. Aber hier habe ich die kompletten Restbestände von altem Stuff auf Lothar noch rumliegen. Und da könnte vielleicht noch das eine oder andere rausgegangen sein. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe den heute Nachmittag mal entrümpelt, weil auf den logge ich jetzt nicht so oft ein. Und dementsprechend hatte der, weiß ich nicht, 1000 Mails im Postkasten, leider nicht Gold, sondern halt alle möglichen alten T-Mog und Sachen von allen möglichen Expansions, die sich da angesammelt haben. Denn ich habe auf Lothar meine ganzen Berufscharts, mit denen ich Rezepte sammle und da habe ich natürlich viel farmen müssen und da kommt natürlich nebenbei ein Haufen Stuff rum. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ja gut, das sind 102 Mails, ne? Also jetzt nicht krass. Ah, hier meine Dinge sind auch angekommen. Meine Berufswissen. Sogar mitten in der Nacht auf dem Lowpop-Server. Nein, habe ich mir zweimal für Zauberkunst hergestellt. Ja gut, das ist belastend. Ja gut, das ist jetzt erstmal peinlich und belastend. Egal. Ihr seht, was wir hier mit dem haben. Das sind alle möglichen Materialien aus verschiedensten Expansions. Jetzt ist irgendein High-Ticket-Item dabei. Gut, irgendeine Waffenverzauberung haben wir. Wehende Schrift. Ist das vielleicht sogar aus der aktuellen Expansion? Könnte sein, dass ich durch Skillen sogar ein bisschen Gold verdient habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich für die Mats gezahlt habe. Wahrscheinlich mehr.
Das können wir mal rausnehmen. Parallel, da muss ich gleich den Betrag nochmal ein bisschen anpassen. Parallel können wir jetzt nochmal... warte mal, da haben wir auch irgendwas für... Ach, habe ich Indigo verkauft? Ah, schau mal, ich habe Indigo für 160k verkauft. Das ist ein Pet, das du durch Ding kriegst. Ich meine durch die Koreaner-Arena. Und ich habe die ja, um die ganzen Temok-Sachen zu kriegen, mit insgesamt 5 Chars durchgespielt. Einmal mit Main und vorher schon mit einem anderen Druid. Deswegen hat sich das ein bisschen überschnitten. Aber ich wollte es mit Main auch wegen den Achievements einmal machen. Und dann halt mit den anderen 3 Rüstungsklassen nochmal. Und du kriegst halt jedes Mal, wenn du relativ weit hinten bei der Arena bist, dieses Pet. Und da das anscheinend nicht sonderlich viele Leute komplett gemacht haben, ist das Pet tatsächlich relativ viel Gold wert. Also theoretisch könnte man das auch... Also es dauert ewig, diese ganze Arena, die Vorquests und alles. Wahrscheinlich rentiert es sich nicht, goldtechnisch das nur dafür zu machen. Aber wenn du es ewig in dem T-Mog machst, kann man das Pet halt nochmal an den Mann bringen oder an die Frau. So, jetzt müssen wir das aber nochmal anpassen. Pendant, den hätte ich jetzt nämlich fast vollkommen vergessen. Liegt aber auch ein bisschen an der Stunde, an der späten Stunde. Ich bin jetzt schon ein bisschen müde, aber ich dachte mir, ich nehme das Video jetzt auf jeden Fall heute noch auf. So, dann sind es sogar nochmal 400.000 mehr gewesen, ne? Das Indigo-Pad hat ja mit 160 fast die Hälfte davon ausgemacht. Dann sind wir ja sogar bei einem Plus von 1,6 Millionen. Ja, dafür, dass man... Wahrscheinlich hätte ich jetzt hier 2-3 Millionen Konsumausgaben in Anführungszeichen, wo ich erstmal für alle möglichen Collection-Sachen ausgegeben habe. Aber wie gesagt, weil es so viele Kleckerbeträge waren, habe ich das nicht mitgetrackt und dann ist das ein bisschen unter die Räder gekommen. Gut, das ist das Endergebnis. 52,8 Millionen haben wir wieder, 1,6 Millionen plus gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, in einem Monat wieder im nächsten Goldtagebuch. Und dann schauen wir mal, was ich bis dahin so an Mittel und Wege gefunden habe, um an das ein oder andere Goldstück zu kommen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.